PPP, is that your beat? Wir starten heute mit einem ruhigen Ding. Wurde mir oft empfohlen, ist auch schon vor Nullo rausgekommen. Paula Hartmann und Simba. Ich habe mir das Album gegeben und ich sag dir ehrlich, wie es ist. Sehr sympathisch, die Frau. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Paula Hartmann und Simba, Bro. Auch so eine Kombi, die man jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Schlag erwarten würde. Aber das sind meistens die Kombis, die sehr, sehr gut passen so. Direkt schöne Vibes. Ich sag dir ehrlich, guck mal. Ihr könnt jetzt sagen, Bro, ach, laber doch nicht. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Song wird mir gefallen. Jetzt schon. Allein wie das Video gedreht ist. Bro, vor allem auch Paula Hartmann und Simba sind beides Charakter, die so eine gewisse Atmosphäre ausstrahlen. So. Und ich bin sehr positiv überrascht von Paula Hartmann, nachdem ich mir das Album von ihr reingezogen habe. Und die Musikvideos und so weiter und so fort. Wir haben endlich mal eine Künstlerin in Deutschland, die jetzt ohne, keine Ahnung, Ass-Shaken in die Kamera und hier noch Nägel und hier künstlich gemacht und dies und das. Und hier guck meine Lippen und guck meine Tanzmoves. Ohne das alles trotzdem brutal erfolgreich ist. Und durch was? Durch Musik, Bro. Und darum geht's am Ende des Tages irgendwie. Jemanden mit der Musik zu überzeugen. Und das hat sie auf voller Länge auf dem Album, ohne Witz. Ich hab Uno da und Sorgen in meinem Glas. Schon wieder Angst vor morgen. Boah, Digga, das ist eine richtig gute Ohrwurm-Melodie direkt. Kennt ihr sowas? Kennt ihr sowas, wenn ihr so einen Refrain hört, wenn ihr so eine Hook hört und ihr denkt, oh, okay, Digga, jetzt kommen nochmal Drums drauf oder sowas. Lass mich das zwei, dreimal hören. Ich kann es direkt mitsummen. Ich kann es direkt mit singen am besten auch, mit rappen, singen. Egal, wie sie ihr gerade definieren wollt, so, ne? Vor allem beide Stimmen zusammen. Wir haben Simba am Anfang, da irgendwann kommt Paula Hartmann dazu, so, ne? Ich kann sie auch Paula einfach nennen, weil Paula Hartmann ist so voll lange auch, aber vielleicht will sie auch Paula Hartmann ausgesprochen werden. Jeder hat ja irgendwie den Künstlernamen so und ich sage ja auch nicht Sim, sondern ich sage ja auch Simba, so ist ein dummes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Nice eigentlich. Auch dieses Piu Piu. Innenwelpe, außen Igel. Erinnert mich gerade daran, dass ich immer noch 6 Igel hier gerade zum Überwintern da habe. So, ne? Also die sind irgendwann Ende letztes Jahr, so ich glaube November oder sowas, uns zugelaufen. So als ganz, ganz, ganz kleine Babys. Also ich erinnere mich daran, wir haben einen gewogen. Der hatte knapp 170 Gramm gehabt. Also wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und so Gott wollte, haben wir wirklich jeden durch den Winter gebracht. Und die haben jetzt ihren Winterschlaf da gehalten und müssten jetzt demnächst auch wieder aufwachen. So, nachdem es ein bisschen wärmer geworden ist. Sehr cool. Coole Zeile, aber innen Welpe, außen Igel, ist nur Wasser, wenn ich schieße, sehr cool. Doch in allen bunten Schmutz, Taschen leer für leere Taschen, Bottega Veneta zu meinen. Auch guck mal, ihr Flow ist hier auch brutal nice schon wieder. Bottega Veneta zu meinen Nägel passend oder sowas, Digga. Sie float ist auch immer wirklich random und wirklich auf ihre Art und Weise. Vor allem hat sie auch eine Stimme, die sie unglaublich gut repräsentiert irgendwie. Also, wenn man das hört, wenn man diese Stimme hört, Bro, ich denke direkt an sie. Wir sind am Anfang mit einer sehr breiten Stimme eingestiegen. Jetzt haben wir nur noch die Lead-Vocal in der Mitte so. Die Stimme von ihr hört sich echt schön an, stimmt. Und vor allem finde ich, die Stimme von ihr hört sich immer sehr intim an irgendwie. Also, man hat immer das Gefühl, als ob sie so nah am Mic ist, dass sie schon fast in deinem Ohr drin ist. Versteht ihr, was ich meine? Dadurch kommt die ganze Musik auch sehr emotional und intim rüber. Blick zu Boden, trag meinen Schal wie ein Strick. Ganzes Jahr nicht mein Tag. Wenn ich schlafen, trifft er dich. Vor allem auch die Produktion ist immer unglaublich heavy im Low-End. So, also gerade 808 und Kick und so weiter scheppern bei ihr unglaublich krass. Und darauf kommt, also ein relativ harter Beat im Endeffekt. Und darauf kommt dann ihre sehr, sehr zarte, sehr leichte Stimme. So, dieser Kontrast immer wieder, der haut mich weg. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich finde generell, dass sie ein bisschen mehr Hype verdient hätte oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber sie ist ja auch keine Katja oder keine Shirin David, die dann nochmal so noch in ihren Ass shaked ins Musikvideo. Und oh mein Gott, guck mal, den Skandal und dies noch und ein bisschen Onlyfans hier. Sowas macht sie ja nicht so. Wisst ihr, ich meine, Bro, sie ist einfach ein ganz normales Mädel, die einfach Mucke macht so und mich damit abholt. Sowas will ich doch nur, mehr nicht, Bro. Und vor allem auch über Themenrap, mit denen ich mich identifizieren kann, nicht flex mit irgendwelchen, einfach normales Mädel, die mir ihre Probleme erzählt. Sowas will ich doch einfach. Die Laternen erwachen zur Nachtschicht, so wie Sonnenblut. Okay, das kam jetzt sehr, also ich kann die Lyrics nicht komplett lesen so, weil ich hier ein bisschen versetzt
sitze und mein Handy so ein bisschen davor ist, den ich als Chat hier benutze. Aber die Zeile kam ein bisschen random so. Ich check auf jeden Fall, warum sie Sonnenblumen hier genommen hat, weil Sonnenblumen manchmal auch ihren Kopf so ein bisschen hängen lassen, wie so Straßenlaternen. Die machen ja oben meistens so eine kleine Beugung so. Sehr, sehr cool, wirft ihr ein schönes Bild in den Kopf. Was nicht so ein schönes Bild ist, wie sie darunter so, also das ist jetzt nicht so nice eigentlich. Ich hab Ulu da und Sorgen in meinem Glas. Schon wieder Angst vor morgen, find keinen Schlaf. Okay, Bro, guck mal, das, ich sag's jetzt einmal, ne? Das wird eine Melodie, die geht direkt in meinen Kopf. Direkt, ohne Witz, gib mir das auch zwei, drei Mal, ich kann die direkt mitrappen. Morgen, find keinen Schlaf, viele weiße Diamanten in mein... Nochmal die Hook, bitte. Ich hab Uludag und Sorgen in meinem Glas. Uludag, helft mir ganz kurz auf, die Sprünge habe ich wirklich selten getrunken, so. Uludag ist sowas ähnliches wie Mountain Dew, so unglaublich zuckerlastig, oder? Also es gibt ja so verschiedene Sachen, wie auch, keine Ahnung, Fanta, Sprite und irgendwie sowas, die auch alle Zucker haben, so. Also auch nicht gerade wenig. Aber Uludag ist, glaube ich, so nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Genauso wie Mountain Dew bei den Amis, das wird ein böser Ohrwurm, ich höre es auch schon. Viele weiße Diamanten in meinem Hals dran. Nice. Ich lach, mein Spiegel schaut mich. Und vor allem Simba, so wie sie, wie gesagt, das sind so einfach so ehrliche Charakter irgendwie, Bro. Die sind beide auf ihre Art und Weise super ehrlich, so. Wenn Simba mir was erzählt, so wie sie mir, wenn sie mir was erzählt, beiden glaube ich das einfach so direkt. Sag mir, würdest du mich fangen, wenn ich runterfall? Vielleicht rufe ich an, so wie beim Er kommt direkt nice rein. Drums sehr subtil im Hintergrund. Wir haben unglaublich wenig an Drum-Elementen sowieso drin. Bei Simba denke ich immer, dass ich es nicht feiern werde, aber finde es dann trotzdem immer stabil. Ich hätte mir jetzt im Moment auch niemand besseren als Feature-Partner für so ein Ding vorstellen können. Direkt. Beim letzten Mal. Ich laufe auf Krise durch die Stadt mit Jacke zu. Der Regen macht mich nass. Rock alte Wellenstellen in Berlin mit. Ich finde bei vielen guck mal. Das beschreibt Simba, glaube ich, ganz gut. Viele, viele Künstler kannst du gut beschreiben. So, wisst ihr, ich meine, mit so, keine Ahnung, einem Satz oder sowas. Ein Kappi oder ein, wie soll ich sagen, Sido oder sowas. Dazu fällt dir immer was gut ein oder die Musik kannst du gut beschreiben, so. Aber manchmal bei Simba, Bro, wie jemand vorhin geschrieben hat, manchmal denke ich mir von Anfang an, oder wenn ich so ein Simba-Song höre, boah, der wird mir nicht gefallen, so, wirklich nicht. Ich glaube, der wird mich nicht catchen. So, am Ende ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich das Ding trotzdem fühle, Bro. Jedes Mal bei Simba ist so ein Grower sehr, sehr oft. Also, der kommt sehr, sehr oft hinten raus und hält sich dann unglaublich lang. Hab den dreifach, der Bulle sieht mein Anzug, findet soft und schaut im Internet. Hab Eis an meinem Hals, schau was ich... Und es ist auch so ein Künstler, bei dem ich sehr traurig wäre, wenn er irgendwann mal mit Musik aufhören würde. Weil wir vorhin das Thema hatten, wen man jetzt nicht übertrieben... vermissen würde, so. Und davon gibt es einige Künstler tatsächlich, die man jetzt nicht unbedingt musikalisch vermissen würde, wenn sie von heute auf morgen mit Musik aufhören würden, meiner Meinung nach. Aber Simba wäre wirklich so jemand, obwohl ich ihn gar nicht so krass höre, aber ich mag ihn als Charakter einfach. Beide sehr ehrlich, beide brutalst musikalisch, so. Wird man jetzt gleich auch nochmal in der Hook hören, so. Harmonieren super schön zusammen. Wann kriegen wir das Collabo-Album? Ich erwarte ein Datum am Ende von diesem Musikvideo hier. Paula Hartmann und Simba Collabo Album, Dankeschön. Ich hab Ulu da und Sorgen in meinem Glas, schon wieder Angst vor morgen. Bro, egal wer auf diese verdammte Hook-Melodie gekommen ist, die ist krass. Morgen find keinen Schlaf. Das ist auch, also... erstmal dieses Uludag und Sorgen. Sorgen ist die eins quasi von der Hook, von der A- und B-Hook, die jetzt gleich nochmal kommen wird. Das ist auch schon eine krasse Melodie, aber viele weiße Diamanten, ne, diese, wo sie hochgehen, an meinem Hals dran, diese Melodie, auch unglaublich wichtig für die Hook, finde ich. Morgen find keinen Schlaf, viele weiße Diamanten an meinem Hals dran. Es wird nie wieder so... Ohne Witz. So, Bro, solche Releases brauche ich öfter so generell. Wie gesagt, ich habe mir dieses Album von ihr reingezogen und ich war... und jeder, der jetzt sagt, ich gebe es mir nicht, Bro, so eine Künstlerin, die kann mich safe nicht überzeugen, gibt euch dieses Album mal, ohne Witz. Auch jemand, wie gesagt, der ohne Fischi-Schi-Lala einfach ihre Feelings auf Beats packt, einfach auch rappt und einfach ein sehr, sehr uniker Charakter ist, so, ohne jetzt groß aufmerksam auf sich machen zu müssen, so. Ich feiere die mies, wirklich. Auch eine Female Artist, die jetzt mit DP in meinen Top 2, Top 1 da oben drin ist. DP natürlich auf einem ganz anderen Feld unterwegs, sie repräsentiert ja Rap wie keine zweite, so. Paula Hartmann ist dann noch viel melodischer irgendwie unterwegs, aber mindestens auf dem gleichen Level. Digga, krasses Ding, sag ich ehrlich, wie es ist. Wie krass wäre es jetzt gewesen, wenn wirklich so ein Collabo-Album von den beiden angekündigt worden wäre, so? Hätte ich auf jeden Fall, gefühlt. Oh, Beat auch, 10 von 10, mit diesem Chor im Hintergrund oder sowas, der so diese Bass vom Beat bildet, so ein bisschen. Also wirklich, mich würde es interessieren, wer das Ding produziert hat, steht leider nicht drin. Jedenfalls, ey, Uludag und... Uluda.
Uluda und Sorgen, so rum, von Paula Hartmann und Simba, geisteskrank. Wie gesagt, gebt euch das Album, gebt euch diesen Song, gerade auch mit dieser Hook, brutaler Ohrwurm. Wirklich geisteskranker Ohrwurm, so. Mieses Ding.